Die gewählte Landezone ist sicher. Setzen Sie unsere Truppen in der LZ ab und verteidigen Sie Ihre Position. Im Sektor stark vertreten. Unsere Marines stehen unter schwerem Beschuss aus dem Dschungel. Geben Sie unseren Jungs Luftunterstützung.
Die Lage der Marines ist nicht gut. Wir müssen sie in die sichere LZ fliegen. Bravo Company wird durch feindliches Feuer in Schach gehalten. Werfen Sie Napalm auf die Feinde. Bombardierung lockt. Bombentreffer bestätigt. Bringen Sie die Verstärkung für den letzten Angriff in die markierte LZ. Go too fast too. Pull back.
NVA-Bunker blockieren unseren Fortschritt. Zerstören Sie sie, damit unsere Jungs Hügel 916 einnehmen können. Hamburger Hill war ein Desaster, doch es war kein isolierter Zwischenfall. Der Kampf gegen den geisterhaften Viet Cong in den Dschungeln kostete Leben und Material und untergrub die Moral. Entlaubungsversuche mit Agent Orange, Pink und Purple waren weniger effektiv als erhofft. Während die US-Militärführung Zitate für die Regierung Johnson vorbereitete, nach denen man an dem Punkt im Krieg angelangt sei, an dem das Ende in Sicht ist, startete der Norden die Tet-Offensive, seinen bis dahin größten Angriff. Als die Nachricht von diesem gewaltigen Überraschungsangriff auf viele südvietnamesische Städte, bei dem unzählige Zivilisten massakriert wurden, die amerikanische Bevölkerung erreichte, war sie entsetzt und erzürnt, dass ihre politischen Führer die Kriegslage so falsch eingeschätzt hatten. Die Schlacht am Hamburger Hill war ein Wendepunkt. Der Tod von 241 Amerikanern innerhalb einer Woche wurde zu einem Schwerpunkt für die Medien und die allgemeine Bevölkerung. Aufgrund des öffentlichen Aufschreis, den die Schlacht verursachte, gewann die Friedensbewegung an Boden. Und massiver Widerstand gegen die amerikanische Beteiligung in Vietnam regte sich. Die Politik der Eskalation wurde beendet und der neu gewählte Präsident Richard Nixon gab die ersten Truppenrückzüge bekannt. So begann die dritte und letzte Phase des Vietnamkriegs. Wir haben die Autorisierung erhalten, kommunistische Truppen in Südvietnam zu bombardieren, in der Nähe der kambodschanischen Grenze. Unsere B-52 heben heute Abend ab und werfen ihre Ladung am frühen Morgen ab, gerade rechtzeitig zum Frühstück. Das Ziel ist ein Gebiet, das unser Geheimdienst als große NVA-Basis identifiziert hat. MACV-Leitoffiziere werden nach Abschluss der Mission den Schaden melden. Wegtreten. Unsere B-52-Geschwader sind mit dem heutigen Frühstücksmenü beladen. Liefern Sie den Kommunisten die Bomben zum Frühstück.
Jungs. Wir haben ein neues Ziel jenseits der Grenze zugewiesen bekommen. Kurswechsel. Kambodscha ist neutral. Das muss ein Irrtum sein. Kein Irrtum. Aber wir sollten unser Vorhaben nicht an die große Glocke hängen. Im Anflug. Verteidigen Sie die Bomber. Gerade rechtzeitig zum Frühstück. Werfen Sie die Ladung ab. Ich werfe die Ladung ab. Ein Bombentreffer. Bomben draußen. Ein Bombentreffer. Ich werfe die Ladung ab. Die Bombe hat Ziel getroffen. Ich habe vergessen, warum wir diesen sogenannten Krieg führen. Wir sind weit weg von zu Hause. In einem Land, das die meisten Amerikaner auf der Weltkarte nicht finden würden. Wir kämpfen angeblich für unsere Sicherheit, unsere Zukunft. Aber unsere Feinde sind hauptsächlich Bauern, die gerne teilen. Wir sind die bestausgebildeten, bestgeschulten Soldaten auf diesem Planeten. Und wir schaffen es seit Jahren nicht, dieses kleine dritte Weltland zu besiegen. Natürlich haben sie Hilfe. Wie die MiGs, die sie mit gewaltigem Erfolg für Guerilla-Angriffe einsetzen. Aber wir dürften keine solche Mühe haben.
Liegt es daran, dass wir nicht wissen, warum wir kämpfen? Liegt es daran, dass wir weit weg von zu Hause sind? Weit weg von den Orten, an denen unsere Herzen hängen? Wenn wir kämpfen würden, um unsere Lieben zu beschützen, würden wir uns dann auch so schwer tun? Haben wir unsere Lieben überhaupt noch, wenn wir aus diesem Krieg zurückkehren? Die PAVN hat eine groß angelegte Offensive in der demilitarisierten Zone begonnen. Ziele sind Saigon, das zentrale Hochland und Kontum. Wenn sie Kontum einnehmen, teilen sie Südvietnam in zwei Teile. Sie werden von T-54-Panzern unterstützt, die sämtlichen Panzern der AVRN weit überlegen sind. Am frühen Morgen wurde die Feuerunterstützungsbasis Delta angegriffen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Angriffe auf andere Ziele ausgedehnt werden. Wir müssen der Delta-Basis Luftunterstützung bieten. Die Feuerunterstützungsbasis Delta steht seit dem frühen Morgen unter schwerem Beschuss. Sie brauchen dringend Luftunterstützung. Helfen Sie ihnen, die NVA zurückzuschlagen. Eliminieren Sie die Artillerie und Infanterie des Feindes. John Paul Van ist auf dem Weg nach Tan Chan. Die PAVN hat jedoch mehrere Flugabwehrstellungen in der Gegend. Sie müssen eliminiert werden, bevor er landet. John Paul Van ist sicher gelandet, dank Ihnen. Doch eine Gruppe von T-54 rückt auf die Feuerunterstützungsbasis Delta vor. Die Panzer müssen zerstört werden.
Waffen konnten der Panzerung der T-54 nichts anhaben, aber unsere Tau-Raketen können das. Halten Sie die T-54 mit Taus auf. VN hat eine zweite Angriffswelle gestartet. Wir bekommen jedoch Luftunterstützung von B-52. Wir müssen die feindlichen Truppen in der Zielzone des B-52-Angriffs halten.
Hey, Joe. Jetzt weiß ich, warum Veteranen so wenig reden. Ich hätte nie geglaubt, dass es so schlimm sein kann. Und jede Woche erlebe ich neue Gräueltaten. Ich wollte meinem Land dienen, doch das, was ich tun muss, wird mich mein ganzes Leben lang verfolgen. Wenn die Leute dir sagen, du sollst nicht in den Krieg gehen, glaubst du, es geht ihnen um sich selbst, dass sie nicht allein gelassen werden wollen. Aber jetzt weiß ich, dass es ihnen um uns geht. Ich wünschte, ich könnte Vater zurückholen. Und dich. Und wir alle würden zusammen beim Abendessen sitzen. Niemand hat es verdient, das zu erleben. Ich bete, dass du es nicht so schlimm hattest. Neil.